Evangelisierung, das Jugendvolontariat. Hi. Hallo, ich heiße Lucia, bin 24 Jahre alt und komme aus der Slowakei. Ich bin Schneiderin und bin auf dem Weg nach Kenia, um dort mit besonders gefährdeten Jugendlichen zu arbeiten. Ich heiße Stefan Merante, bin 28 Jahre alt und bin Volontär in Burundi. Hi, mein Name ist Maria. Ich heiße Maria, bin 29 Jahre alt und komme aus der Slowakei, wo ich als Direktorin eines Hotels arbeite. Also bei mir ist es so, ich habe das Volontariat eben gemacht in Tijuana in Mexiko. Dank der geförderten Initiativen der salesianischen Familie gibt es Hunderte von Jugendlichen, die beschließen, ein oder mehrere Jahre ihres Lebens dem Dienst am Nächsten zu widmen, um auf diese Art konkret helfen zu können. Sie werden Volontäre genannt. Sie sind sich ihrer Entscheidung und der Herausforderungen ihrer neuen Umgebung und der verschiedenen Erziehungseinrichtungen bewusst. In diesen werden sie zum Wohl der Menschen tätig sein, zu denen sie gesandt sind. Dazu werden sie vorbereitet. Sie lernen die Länder kennen, wo sie hingeschickt werden, die Gemeinschaft, die sie aufnimmt und die örtlichen Bezugspersonen, mit denen sie zusammenarbeiten werden. Sie verlassen uns mit Enthusiasmus und sie kehren menschlich bereichert und oft auch gereift zurück. Ich heiße Elisa Baraku, komme aus der Provinz Oristan und werde für ein Jahr mit dem VIS nach Äthiopien gehen. Ich werde im Rahmen des VIS, dem Internationalen Volontariat für Entwicklung, für ein Jahr in Addis Abeba sein, um dort in öffentlichen Projekten mitzuarbeiten. Mein Beweggrund für diese Tätigkeit ist, dass das VIS eine mit den Salesianern verbundene Organisation ist. Daher lädt es dazu ein, täglich Zeugnis seines Glaubens in der Arbeit wie im Land zu geben. Das Volontariat hält Strukturen bereit, sich in der Alphabetisierung, der Berufsausbildung oder der medizinischen Hilfe für Minderjährige, für Frauen oder für ausgegrenzte und benachteiligte Jugendlichen einzusetzen. Das Volontariat kann im Ausland, aber auch im eigenen Land vollzogen werden. Ich heiße Katharina und komme aus der Slowakei. Ich werde meine Heimat nicht verlassen, sondern bleibe dort und arbeite mit den Roma zusammen. Das Volontariat bedeutet, die eigene Zeit, die eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen, ja, sich selbst zu schenken. Dieses Geschenk wird immer auch die Möglichkeit des persönlichen Wachstums und des christlichen Zeugnisses im Dialog mit anderen sein. Ich bin zufrieden, auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist. Und wenn viele unserer Freunde daheim uns nicht verstehen oder wenn unsere Familien dagegen sind. Aber wir tun es trotzdem. Botschafter des Evangeliums zu sein bedeutet Leben, Leben geben und Leben bekommen. Wir werden Eigenartige oder Verrückte genannt. Aber ein Verrückter ist für uns am Kreuz gestorben. Ich sage immer, er starb für den Wahnsinn der Liebe zu uns. Das ist die Botschaft, die ich an andere weitergeben will. Es ist eine unbegreifliche Liebe. Die wertvollste Erkenntnis des Volontariats ist es, die gelebte Erfahrung fortzusetzen und sie zu einer Lebenswahl werden zu lassen, um sie mit den Seinen daheim zu teilen. Nach seiner Erfahrung des Volontariats in Mexiko bereitet Manuel aus Wien andere Jugendliche auf ihren Einsatz und die zu erwartende Realität vor. Mit der Hilfe anderer Volontäre hat er ein verlassenes Oratorium wieder eröffnet. Wir Volontäre, die in den verschiedenen Einsatzländern waren, in Ecuador mit Straßenkindern gearbeitet haben, in Afrika, in Indien, auf den Philippinen, wir sind zurückgekommen nach Wien und haben gesagt, wir müssen etwas machen. Wir haben ein Jahr für die Jugend gearbeitet, wir müssen jetzt hier in Wien für die Jugendlichen, die hier in unserer Umgebung wohnen, ein Oratorium aufmachen. Das haben wir dann auch gemacht. Ja,
Spice ilu f'Malta għal dan l-aħħar 15-il sena. Die Gruppe Spice existiert bereits seit 15 Jahren und hat als Ziel die menschliche und geistliche Bildung von Jugendlichen für Jugendliche. Das zentrale Element dieser Gruppe ist es, die Fähigkeiten zu entwickeln, den Jugendlichen als Person in das Zentrum zu stellen. Im Laufe der Jahre hat sich Spice zu einer qualifizierten Schule von Animatoren entwickelt und bietet auch staatlich anerkannte Weiterbildungen an. Ich heiße Bianca Camilleri und gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden haben wir eine missionarische Erfahrung in Ghana gemacht. Wir haben eine Autowäscherei eröffnet und das verdiente Geld für die Mission verwendet. Eine Volontärin zu sein bedeutet für mich, wie die Jugendlichen sich zu wünschen, die Welt zu verändern. Ich werde nicht müde zu sagen, dass die Welt keine bessere wird, wenn ich nichts tue. Hier zu sein ist keine verlorene Zeit. Man muss bleiben, um vieles zu erkennen. Ich kam, um zu unterrichten, aber ich lernte selbst am meisten dazu. Warum bin ich hier? Es ist einfach. Jesus hat mich gerufen. Ich habe gefühlt, dass er mich ruft und zu mir sagte, du weißt, dass ich dich brauche, um deinen Freunden und Gleichaltrigen zu helfen.